So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadows of the Damned. Ich hätte fast Dishonored gesagt. Und wir benutzen mal unseren Hot Boner und schießen diese Wand kaputt. Ja, die geht auf jeden Fall. Es ist ein roter Diamant. Und wir können auch die Kiste... Ach, die kann man so nicht kaputt machen. Okay. Und noch ein großer Diamant extra. Okay, wir können einmal upgraden. Wir können uns jetzt unseren Hot Boner upgraden. Und ich mache mal die Kapazität auf Maximum. So. Und danach das Nachladetempo dann noch. Und ja... Dann haben wir ihn schon fast ausgebaut. Achso, ich soll auf die Cracks schießen? Echt? Muss ich jeden Crack einzeln machen? Nee, oder? Oder ich schieße einfach mal in die Mitte davon. Hey! Ah, jetzt nur noch der da unten, okay. Nee. Irgendwie klappt das nicht so richtig, oder? Okay, ich gehe jetzt mal... Hä, wie soll ich das machen denn? Hä, ich krieg das Ding nicht auf. Warum? Was? Mache ich irgendwas falsch? Oder soll ich einfach so auf die Stellen schießen? Nee, dann wird es doch nicht so leuchten. Hä, wie funktioniert das? Wieso krieg ich das nicht hin? Hä? Okay. Okay, ich krieg hier auf jeden Fall anscheinend unendlich neue Munition. Okay, ich versuche jetzt nochmal wirklich direkt darauf zu schießen. Soll ich vielleicht einfach mal warten? Schieß schon mal auf die nächste Stelle. Ah, okay, okay, okay. Nochmal hierauf. Ah, okay. Das funktioniert. Anscheinend, vielleicht muss ich alles gleichzeitig springen. Okay. Wie ein Sprengmeister sind wir gerade mit unserem heißen Boner. Dann schieße ich mal auf irgendwo drauf. Yay, sehr schön. Okay, und wir können weiter. Werden wahrscheinlich jetzt auf die nächste... Oh, ich kann mir noch Munition bestimmt hier holen, oder? Nee, kann ich nicht. Och, Mann. Ich hatte aber welche gebraucht. Gut. Durch die nächste dicke Tür. Es dauert echt immer ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. Mit jedem Mal. Oh, wir haben gleich das Level abgeschlossen. Kann das sein? Also doch, eine Wanzenjagd. Was auch immer damit gemeint ist. Okay, dann sind wir jetzt bei Akt 3, Teil 2, meine sterbende Konkubine. Okay. Meint ihr damit Paula? Nein, sie darf nicht sterben. Oder sie ist vielleicht schon gestorben. Im Prinzip haben wir einen Zombie aus ihr rausklettern sehen. Also man könnte davon ausgehen, dass sie vielleicht schon tot ist. Ich meine ja nur. Aber ja, vielleicht meint er auch gar nicht Paula. Aber ich denke eigentlich schon. Naja, machen wir einfach mal weiter. Oh, wir sind in der Höhle. Ah, genau, wir sind hinter der Tür. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Ein großer Raum. Nein! 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 Sind das echte Kinder? Das sind Puppen. Okay. Ah, oh, die Puppe wackelt. Okay, man kann sie nicht noch mehr zum Wackeln bringen. Ich habe auch unnötig jetzt Munition verballert damit. So, ein bisschen Alkohol, ein bisschen Munition, immer gut. Können wir beides... Hier kann ich unseren Hot Boner einsetzen. Aber wozu? Ich meine, man kann doch auch drüber... Ne, kann man nicht, okay. Hot Boner Action! Und pam! Au, oh, ich hab mir... Oh, man kann sich damit selbst Schaden machen. Ja, ich muss ein bisschen was trinken. Aber so sind wir es ja gewohnt. Okay, und hier kann ich noch mehr... Okay, dann gehe ich erstmal in die andere Richtung, glaube ich, oder? Ich wette, dann geht's da drüben nicht weiter. Was liegt denn da auf dem Boden? Okay, doch, hier geht es vielleicht weiter. Dann will ich doch erstmal in die Richtung. Vielleicht ist das ein Geheimnis oder so. Ich wette, da wird vielleicht noch ein... Was vibriert hier so? Irgendwas Großes ist hier. Oh, schon wieder so eine große Wand. Okay. Müssen wir dann auch ganz langsam öffnen. Zack, zack, zack. Ganz entspannt ein paar Perlchen verteilen. Zack. Und zack. Und zack. Und zünden. Yay. Weiter geht's. Ich wusste es doch, ein roter Diamant und neuer Alkohol, habt ihr das gesehen? Das war was ganz Besonderes, glaube ich. Okay, dann bauen wir mal den Hot Boner weiter aus. Einmal Nachladetempo. Ich möchte ihn aufs Maximum bringen, ich möchte es einfach tun. Gut. Wo müssen wir hin? Da vorne. Mal sehen, was uns erwartet. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr nett hier aus. Naja, also eben genau nicht. Oh Gott, überall diese kleinen Kinderpuppen. Ist überhaupt nicht schön. Oh, da ist Fleisch.
Ist aber nicht von einem Menschen. Seit wann essen die Tiere? Oh, hey. Ich schätze, du hast für die Vibrationen gesorgt. Muss ich auf das rote Ding schießen wahrscheinlich, oder? Aua! Komm schon! Ich muss doch da drauf schießen. Oder vielleicht mit dem Lichtschuss? Nee. Oh, verdammt! Okay, ich laufe mal ein Stückchen und trinke kurz Alkohol. Oh! Und rein mit dem Wein. So. Falls das Wein ist. Okay, muss ich auf das... Ich schieße einfach weiter auf das rote Ding, oder? Komm schon. Wenn ich nur besser treffen würde. Okay, ich laufe nochmal ein Stück. Lauf doch! Wie viel Munition habe ich noch für den Boner? 17. Okay, komm schon. Komm on. Ich will besser schießen. Jetzt. Ich brauche meine Zielkünste jetzt. Voll Fokus... Oh, shit. Ich laufe nochmal an ihm vorbei. Ah, ich glaube, so schwer wird der Kampf aber insgesamt nicht. Okay, das sollte ich vielleicht nicht im Voraus sagen, aber trotzdem. Oh, okay, irgendwas passiert. Ran, 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 ran. Kann ich jetzt irgendwo X drücken? Hinter ihm nicht. Vor ihm? Ich kann nichts machen. Ich konnte nichts Besonderes machen gerade, oder? Hat irgendwas gesehen? Ich denke nicht. Oh, nein! Aua. Oh, ich... Oh, nee, ey. So treffe ich ja gar nichts. Komm schon. Nee, er ist zu weit weg. Oh, nachladen. Komm schon. Es kommen aber verdammt viele so Bosskämpfe, oder? Wir haben gerade eben den einen Tod besiegt. Ah, ich mag das irgendwie. So kämpft man nicht die ganze Zeit gegen die gleichen Gegner, sondern hat mal... Hat recht viel Abwechslung eigentlich. Ich hätte gedacht, dass das Spiel durchaus... Oh mein Gott, kam da viel Blut raus. Wow. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Er ist umgefallen und die Brücke war... Ward... geöffnet. Ja, genau. Was? Dieses, naja. So, weiter. Über die Brücke. Da war auch schon ein kleiner ein kleines Häufchen unseres besten Freundes. Der von uns immer so nett. Nein, Paula! Oh. Können wir sie da jetzt wirklich retten? Okay. Mach das Feuerwerk an. Okay, hab's gemacht. Wieso? Ah, okay, es wird gar nicht mehr dunkel. Schnell hier durch. Mist, ich brauche ein Gehirn. Schnell. Gehirne. Ich brauche schnell ein Gehirn. Da ist ein Gehirn. Okay. Das war so klar. Eine böse Hand. Okay, da muss ich einmal schnell das Ding zünden. Komm schon. Drücken, 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 drücken. Okay, okay, okay. So, jetzt kommt ihr hier mir nicht zu nah. Oh, fuck, fuck, fuck. Kann ich die nicht einfach umgehen? Einfach so die Hand wieder öffnen? Nee, ne? Okay, ich muss, glaube ich, die Typen töten. Erstmal muss ich die von dieser dunklen Schutzschicht befreien. Nennen wir sie dunkel. Oh, nee. Ah. Komm, die kriege ich noch tot, bevor sie sich verwandeln. Mist, habe ich nicht. Okay, nochmal. Schnell drücken, 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 drücken. Drück schneller. Komm schon. Ich drücke wirklich mittlerweile sehr schnell diesen Knopf. Ich bin schon trainiert, was das angeht. Komm schon. Und komm schon. Und den auch noch. Oh, B drücken. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Wow. Okay, und Mist nachladen. Oh, kacke. Da zwischen die Beine geschossen. Oh. Okay, ich muss wieder das Licht anmachen. Nein, nicht nachladen. Das Licht. Komm, drücken. Okay. So schnell drücke ich übrigens nicht, wie ich gerade das gemacht habe. Keine Sorge. Das wäre ja unmenschlich. Oh. Komm schon. Dankeschön. Und paff. Nein. Na. Aua. Oh. Komm schon. Dankeschön. Es wird schon wieder dunkel. Schnell nochmal Licht anmachen. Oh, wieso habe ich so viel Schaden? Licht anmachen. Licht, 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 Licht. Ah, okay. So, einmal einen Schluck nehmen, Gehirn greifen und weiter geht's. Auf zu Paula. Let's head back to that gate. Ja, habe ich vor. Danke für den heißen Tipp. Und stopf ihn. Warum wird das Gehirn eigentlich immer so klein? Komisch. Eine Gesellschaftskritik? Wer weiß. Oh, und da wird sie schon weggetragen. Mist, 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 Mist. Okay, da kann ich sie nochmal so sprengen, aber... Das Problem ist, den hier vorne kriege ich so nicht weg. Komm, einfach schnell. Versuchen, versuchen. Schnell, 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 schnell. Ich renne dann einfach weiter. Ich nutze das Licht und gebe ein bisschen Gas. Komm, 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 komm. Ich renne mich hier... Ich kann so nicht durch die Tür. Okay. Gut, ich kann hier aber das Licht wieder anmachen. Und... Pam! Oh, es hat nicht getroffen. Oh, verdammt. Und es wird wieder dunkel. Aber ich kann ihren Lichtschuss jetzt vollführen. Mist daneben. Top. Top, Linus. Top. Wirklich gut. Okay. Zack. Nein. Ganz entspannt bleiben. Geschmeidig bleiben. Oh. Okay. Ganz entspannt. Ah. Sehr gut. Lichtschuss. Töten. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Wo ist er?
Komm her. Ist tot. So. Sollte ich ein bisschen Alkohol kaufen? Wäre vielleicht eine gute Idee, aber ich gehe, glaube ich, einfach so weiter. Komm, einmal durch die Tür. Das ist wieder unser guter Freund und das ist Paula. Aber wir können ihr nicht helfen. Und wir sind jetzt im Wasser. Sollen wir zu ihr hinlaufen? Komm schon. Paula. Oh. Nee, da unten ist sie noch. Nee, jetzt nicht mehr. Wir konnten ihr nicht helfen. Wir können aber hier noch ein bisschen Munition einsammeln. So ist das Leben. Okay. Ach so, man kann hier doch weitergehen. Okay. Was ist das denn da? Hm. Okay. Ich weiß nicht, was das bringt. Gibt es eine Gegnerart, die man da vielleicht reinziehen muss? Das könnte ich... Oh, oh, bist du eigentlich... Ah, okay, ja, jetzt können wir den freilassen und dann macht er uns das hier alles dunkel und dann können wir die Tür aufmachen. Okay, ist angekommen. Können wir darauf schießen. Ah, dann müssen wir ihn natürlich töten danach. Okay, es wird dunkel. Licht, nee, ups. Zack, komm schon. Und durch die Tür, schnell. Vielleicht müssen wir gar nicht gegen den kämpfen. Wir können vielleicht auch... Oh, verdammt. Es ist hier natürlich alles dunkel. Achso, ah, das kotzt Dunkelheit. Schnell, wir müssen das abschließen. Sehr gut. Ah, wir machen heute echt gute Fortschritte. Nein, Paula. Und da wird sie wieder weggezogen. Ich frage mich, wer da im Wasser ist und sie rumzieht. Ob das so eine Todesschwester ist? Wer weiß. Oh, unser Bohnen steht wieder. Irgendwie hing er gerade. Er war schlaff. Hm. Warum nur? Oh Gott, da ist noch so ein Teil. Die werden jetzt zum normalen Gegnern, wirklich? Was? Was zum? Wieso wird's jetzt... Oh nein. Ja, das wird ja jetzt ein Spaß, wenn der auch noch... Oh! Den macht das kaputt. Gut zu wissen. Was ist das denn? Ja, das waren wirklich Dämonen, die aus seinem... Ist wirklich nicht cool. Oh. Licht. Nein, komm schon. Oh, jetzt. Na, haha. Oh. Oh, sehr gut. Den auch noch, komm schon. Steh doch wieder auf. Komm schon. Willst nicht auf mich zugehen? Nein. Oh. Oh, Mensch. Gut, mit dem Dämon hatte ich wirklich kein Mitgefühl. Oh, da muss ich einen Hotch-Dings-Schuss draus machen, oder? Jetzt wollen sie aber auch wirklich alle Fertigkeiten von mir abfragen. Ach, der kommt gar nicht hierher, doch. Okay, aufladen, Hot-Dings-Schuss drauf und zünden. Sehr gut. Oh, ich habe mir selbst damit Schaden gemacht. Ich muss Alkohol trinken. Puh. Es brennt zwar ein bisschen, wenn es runterfließt, aber es tut auch so gut. So, jetzt hauen wir mal kräftig mit der Schrotflinte rein. Come on. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein! War das das erste Mal, dass ich gestorben bin in diesem Spiel? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, ich bin bis jetzt noch gar nicht gestorben in diesem Spiel. Kann es sein? Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Nee, dann hättet ihr diese Musik nämlich schon mal gehört. Das habt ihr nämlich nicht. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, mache ich einen kleinen Cut. Denn ist es relativ spät und ich möchte mich jetzt auch hinlegen. Aber mir macht das Spiel immer noch Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß, es sich anzugucken. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also bis später dann und so. Ciao!